Hallo, herzlich willkommen. Umgang mit traumatischen Gefühlswelten, Erlebniswelten. Für Betroffene natürlich die Frage aller Fragen, wie geht man mit den Erlebnissen, mit den Gefühlswelten, die sich jetzt in den Alltag drängen, unaufhörlich und die sich so authentisch, so echt anfühlen, als würde es jetzt gerade in diesem Augenblick passieren, was man vielleicht all die Jahre unter Verschluss halten konnte, was man kompensieren konnte, was man verdrängen musste, um zu überleben. Wo ein erwachsener Mensch zurückgeworfen wird auf die Erlebniswelt eines Kleinkindes, einer Jugendlichen, eben auf diesen kindlichen Anteil in einem, als das Trauma erlebt wurde, beziehungsweise vermutlich auch erste Traumatisierung, worauf alle folgenden Traumatisierungen in der Regel aufgebaut haben. Oft ist es so, dass Betroffene eine seelische Taubheit in sich empfinden. Das heißt also, es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie eine Rückerinnerung an traumatische Erlebniswelten beschrieben und erlebt wird. Das heißt, einige haben Bilder, manche haben keine Gefühle zu diesen Bildern, andere wiederum berichten von Gefühlen, die sie spüren, wo sie sich hundertprozentig sicher sind, das habe ich so erlebt, aber Bilder dazu fehlen und sind dann verzweifelt vielleicht auch auf der Suche nach eben diesen Bildern, um Beweise in sich zu finden, um eine Bestätigung in sich zu finden, da dieser Spagat zwischen dem Leben, bevor das Ganze ins Bewusstsein wieder sich gedrängt hat, und danach, wo es jetzt da ist und wo dieses Leben, was davor möglich war und mit mühevoller Kraft aufgebaut wurde, auf einmal nicht mehr möglich scheint, diese Differenz, diese Unterscheidung, die ist natürlich unglaublich und oft auch schwer natürlich zu verarbeiten. Und man hat das Gefühl, der Boden unter den Füßen wird einem weggezogen. Nichts ist mehr so wie vorher und alles dreht sich scheinbar nochmal einmal um 180 Grad, um sich zu korrigieren. Und das ist natürlich eine Erschütterung, die der Mensch da merkt, wo sich diese Gefühlswelt ins Bewusstsein drängt und auch mit Rationalisierung nicht mehr in Schach gehalten werden kann. Und wenn dieser Mensch sich jetzt fühlt wie dieses kleine Kind aus der damaligen Zeit, dann ist es hier natürlich sehr, sehr wichtig, mit dem Betroffenen einerseits zu erarbeiten, wie das psychisch zusammenhängt. Also wie Verdrängung funktioniert, wie man überleben konnte und auch nur mit dieser Verdrängung überleben konnte, wie die Seele sozusagen in diesen Zustand verfällt, als würde man so ein Notstromaggregat anwerfen, wo also alle Gefühle möglichst auf taub gestellt werden, um dieses Erlebnis durchstehen zu können und diese Gefühle an anderer Stelle irgendwann wieder hochkommen, wenn der nötige sichere Raum, die nötige innere Stabilität, der Rahmen gegeben ist, wo die Seele diese Gefühle zu dem Erlebnis wieder freigeben kann. Und dass eben ein kleines Kind genau diese Gefühlswelten gar nicht verarbeiten kann, weil A, der Rahmen nicht gegeben ist, wenn es in diesem Bedrohungsumfeld aufwächst. Gleichermaßen ist es natürlich so, wenn wir von Gewalt der eigenen Eltern, der eigenen Familie, des Nahfeldes gegen einen sich in der Entwicklung befindlichen kleinen Menschen richtet, einem Menschen, der auf seine Eltern angewiesen ist, der abhängig auch von diesem Zuhause, von ihren Gefühlen auch ist, dann ist das nicht zu begreifen, das ist nicht zu verstehen, das ist absolut überfordernd für so einen kleinen Menschen und schon gar nicht, wenn er noch keinen Verstand so richtig ausgebildet hat, der sich erst im Alter von 4 in etwa wirklich ausbildet.
sodass das absolut überfordernd ist und dass er gezwungen ist, diese Gefühlswelten zu verdrängen, um überhaupt weiterleben zu können. Und dass es auch normal ist, dass diese Gefühlswelten dann auch nicht innerhalb dieser Kindheit, wenn es in diesem Umfeld auch noch aufwächst, dass diese Gefühlswelten sich so in dieser unmittelbaren Form gar nicht nochmal zeigen können, sondern sich äußern in entsprechenden Folgestörungen, in bestimmten Erkrankungsbildern, die dann zutage treten auf körperlicher, seelischer und auch geistiger Ebene dieses Menschen, dass das vorher, wie gesagt, nicht möglich ist und dass das oft erst im Erwachsenenalter passiert und dass jetzt die Herausforderung ist, zu erkennen, dass man heute erwachsen ist und die Erlebniswelt des inneren Kindes, dieses traumatisierten Kindes, dieser verletzten Welt, dass das vergangen ist, obwohl es sich jetzt anfühlt. Also man fühlt sich genauso unsicher, genauso hilflos, genauso schockiert, genauso taub, genauso ausgeliefert dieser ganzen Situation, machtlos geradezu, wie zu der damaligen Zeit. Also diese ganzen Gefühlsexplosionen, die jetzt da kommen, das ist die Erfahrungs- und Erlebniswelt dieses kleinen Mädchens, was man für sich selbst oft natürlich als Erwachsener versteht man, dass man erwachsen ist, versteht aber nicht, warum man so reagiert. Und diese Erklärung ist hier natürlich einerseits sehr, sehr wichtig, um hier zumindest mal erstmal die rationale Ebene auch von dem Betroffenen zu erreichen, um hier die Möglichkeit zu geben, das zu verstehen, zu begreifen. Und Betroffene beschreiben dann natürlich auch häufig die Situation, ja, vom Kopf her verstehe ich das, aber vom Gefühl nicht. Also ich verstehe das, was sie sagen, ich verstehe auch die Zusammenhänge. Man hat sich vielleicht sogar auch belesen, hat sogar eine Ausbildung in diesem Bereich, kommt aus diesem Bereich, beruflich vielleicht sogar. Aber es entzieht sich natürlich dieser Gefühlsebene und man ist überrascht und gleichermaßen schockiert darüber, dass das Gefühl aber eine ganz andere Sprache spricht. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir es hier mit zwei Ebenen zu tun haben. Also der Kopf kann natürlich schwer das Herz erreichen, weil wir hier auf der Gefühlsebene unterwegs sind. Wir sind im Gefühl verletzt, also brauchen wir auch Gefühle als positive Gegenerfahrung, als Gegengewicht. Das heißt, wenn ich gelernt habe, dass es keine guten Menschen gibt, dass alle Menschen böse sind, dann wird sich das in mir erst ändern können, wenn ich einen guten Menschen kennenlerne. Und dieser Mensch tatsächlich es auch schafft, mein Vertrauen zu gewinnen, beziehungsweise ich es schaffe, mich auf ihn einzulassen, Vertrauen aufzubauen. Also es hängt natürlich von beiden Seiten ab und auch sehr eben von der eigenen Öffnung, also des betroffenen Menschen, inwieweit ist er in der Lage, sich auch auf die Gefühlswelt des Gegenübers einzulassen, um darüber eben zu erkennen, es geht auch anders. Es gibt tatsächlich Menschen, die mir zuhören, die mir glauben, die da sind, die einfach nur da sind, die mir liebevolle Gefühle geben, die mich trösten, die mich auch mal liebevoll in den Arm nehmen, die, obwohl sie mich nicht kennen, mit mir mitfühlen, mich mittragen auf eine Art und Weise, um hier diesem inneren traumatisierten Kind genau diese Erfahrungswelten zu geben, die Eltern hätten damals geben sollen. Beziehungsweise, wenn der Vater der Täter ist, dass man das bei der Mutter sich eigentlich von der Mutter gewünscht hätte, die aber vielleicht auch nicht da war, aus unterschiedlichen Gründen. Oder auch umgekehrt, wenn die Mutter die Täterin ist, dass man natürlich hilfesuchend und schutzsuchend zum Vater geht. Und diesen Trost, den man nicht erfahren hat, den Schutz, die Protektion und auch die Zuversicht und die Kraft, das zu schaffen, das durchzustehen, aus der Situation rausgeholt zu werden, die Hilfe, die man damals einfach emotional vor allen Dingen auch gebraucht hätte, die fehlt. Und das ist das, was ein betroffener Mensch sich natürlich wünscht und was er in sich selber aber natürlich nicht finden kann, weil er hier die Defizite hat und das nie gelernt hat, nie vorgelebt bekommen hat und so in sich selber natürlich auch nicht finden kann, um sich das selbst zu geben. Das heißt, er braucht als erstes ein Vorbild, eine Orientierung, einen gefühlsmäßig geklärten, gecleanten Menschen, der hier
natürlich keine neuen Abhängigkeiten schafft, weil das ist natürlich auch eine ganz, ganz große, tief verwurzelte Angst, erneut in Abhängigkeiten, emotionale Abhängigkeiten zu fallen oder tatsächlich auch in dem Moment, wo man sich öffnet, dass das immer mit Konsequenzen verbunden ist. Jemand, der auf sexualisierte Art und Weise missbraucht worden ist oder Gewalt erfahren hat, der hat in sich auch die Erfahrungswelt, dass er, wenn er liebevolle Gefühle haben will, dass er auch was zu geben hat. Und zwar sich selbst, seinen Körper und seine Seele und seinen Geist, also alles. Das heißt also, er ist immer gezwungen worden, sich voll und ganz hinzugeben, aufzugeben, um danach vielleicht eine Streicheleinheit zu bekommen, um eine Möglichkeit zu haben, vielleicht auch seine Ausbildung zu machen, um Geld zu bekommen, um bestimmte Privilegien, die normal eigentlich in einer Familie sind oder die Eltern für ihre Kinder tun, zu erhalten. Also es war immer an irgendwelche Konsequenzen, Bedingungen geknüpft und jedes Mal musste man sich verkaufen. Und dieses Gefühl ist bei den Betroffenen oft sehr, sehr präsent und auch eine große Hemmschwelle natürlich, sich auf neue Menschen, auch auf Therapeuten und Therapeutinnen, auf Helfer einzulassen. Das heißt also, hier ist es sehr, sehr wichtig, dass man den Betroffenen hier den nötigen Rahmen und den Boden gibt, sich wirklich vertrauenswürdig zu öffnen, das Gefühl und die Sicherheit auch aufbauen zu können, mit der nötigen Zeit natürlich, dass es hier einzig und allein um ihn geht, dass er im Mittelpunkt des Ganzen steht, dass es nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten geht, dass er es nicht für den Therapeuten, für die Therapeutin oder für irgendwen tut, sondern einzig und allein für sich. Und dass man ihm die Möglichkeit zurückgibt, sich selbst diese Gefühle geben zu können, beziehungsweise in sich zu finden. Denn auch ein Mensch, der den Zugang zu dieser Selbstliebe nicht mehr hat und der in Abhängigkeit groß geworden ist und dadurch immer wieder die Liebe und die Aufmerksamkeit durch das Außen versucht zu bekommen, beziehungsweise durch bestimmte Handlungen, die er macht, was auch schon unbewusst oft passiert, dieser Mensch braucht dieses Gefühl, dass er sehr wohl diese Selbstliebe in sich hat, denn umsonst hat er nicht das überlebt, was er überlebt hat. Er braucht dieses Bewusstsein, was er geleistet hat für sich selbst. Er braucht die Zusammenhänge dazu, dass er sich sehr wohl gewehrt hat, auch wenn er vergessen hat oder den Zugang nicht mehr dazu hat, wie er sich gewehrt hat, weil er noch zu klein war, weil man natürlich nicht erinnert, wie man sich als Baby gewehrt hat oder als Kleinkind gewehrt hat, weil die Erinnerungen verdreht sind, weil bestimmte Spitzen nur im Bewusstsein bleiben, vielleicht auch die Spitze, dass man seinen Täter oder die Täterin geliebt hat und dass man sie gedeckt, geschützt hat, indem man auch im Außen behauptet hat, dass sie lieb und nett waren, dass es keine Gewalt gibt und so weiter, weil das auch ein Teil dieser Manipulation der Täter und Täterinnen gewesen ist. Das heißt also hier diese ganzen Erklärungen natürlich einerseits zu geben, um diesen Rahmen zu schaffen, sich zu öffnen und eben einfach sich, also diesen Menschen sich selbst wieder zurückzugeben. Das ist die Aufgabe, die wir als Helfer natürlich haben, die ein Therapeut hat, um sich in sich selber wiederzufinden, um diese Stabilität, das Rückgrat, die Sicherheit und auch das Selbstvertrauen in sich selbst wieder aufzubauen, um hier auch zu sehen, dass man sehr wohl auf seine Empfindungen auch hören sollte, dass man auch in seinen Wahrnehmungen und Empfindungen richtig war, dass aber das Außen, wenn es dann vor allen Dingen auch noch durch Täter und Täterinnen bestand und dieser Kontakt einfach noch da war, dass da natürlich die Wahrnehmung verzerrt und getrübt war durch die Einflussnahme dieser Leute. Und hier diesen inneren Radar wieder zu stärken, das eigene Gefühl zu sich selbst und auch damit diese Differenzierung hinzubekommen, wenn diese kindlichen Gefühlswelten, die traumatisierten Gefühlswelten nach oben kommen, dass er in sich als Erwachsener dieses Zutrauen hat und die Selbstsicherheit auch hat, sich
so gesehen selbst in den Arm zu nehmen, sich selbst gegenüber dieses Verständnis aufzubauen, dass er noch ein Kind war, dass er keine andere Wahl hatte in vielen Bereichen in seinen Entscheidungen, dass er keine Schuld hat, dass er keine Verantwortung dafür trägt, dass die Familie so ist, wie sie ist oder auseinandergebrochen ist im Zweifel oder vielerlei andere Dinge mehr, die Täter und Täterinnen ihren Opfern einreden, um sie klein zu halten. Dass er keine Angst vor der Angst haben muss, dass Angst was Gutes ist, ein Warnsignal, und dass er im Heute neue Erfahrungen sammeln kann, zusammen mit seinem inneren Kind, wenn man seinen Alltag bewältigt und man fühlt sich vielleicht erinnert an bestimmte Situationen, man merkt seine Angst, dass man ihm diese Hilfe zur Selbsthilfe zurückgibt, dass er sich lernt zu tragen. Zu sehen, ja, diese Angst ist jetzt da und Person XY macht mir Angst, weil sie sich so verhält, wie ich das erlebt habe und was mir Angst macht. Und dann eben auch handlungsaktiv zu bleiben, um zu entscheiden, ist diese Situation wirklich bedrohlich? Sollte ich diese Situation verlassen? Sollte ich in irgendeine Art von Verteidigung und Abwehr gehen? Oder ist das eine Angst, die ich jetzt tatsächlich projiziere, die übertrieben ist, wo ich mich tatsächlich auch ein bisschen runterfahren muss, um auch hier handlungsbereit und handlungsaktiv zu bleiben, um mich von meiner Angst nicht in diesen dissoziativen Zustand ziehen zu lassen, in diesen Abschaltmechanismus ziehen zu lassen. Und so ein Umgang mit allen Gefühlen tatsächlich nach und nach, Schritt für Schritt aufzubauen, über den Alltag als solches. Das heißt also, es ist auch nicht zwangsläufig notwendig, in jede einzelne Geschichte einzusteigen, jedes einzelne Erlebnis genau auseinanderzunehmen. Das kommt von ganz alleine. Die entsprechenden Szenarien, die wichtig sind, die kommen in dem Rhythmus erfahrungsgemäß, wie es gerade jetzt auch von der Bearbeitung ansteht. Und die Seele hat ihren ganz, ganz eigenen Rhythmus, den wir natürlich auch mit unserem Verstand nicht beeinflussen können. Also hier sich auch selbst wieder unter Druck zu setzen, dass man schneller vorankommen möchte, dass man da schneller mit durch sein möchte. Das ist alles verständlich, weil man natürlich auch Angst davor hat und weil man so schnell wie möglich auch irgendwie ein normales Leben zurückhaben möchte. Aber je länger man das Ganze natürlich verdrängt hat, umso mehr hat man natürlich auch nachzuholen und umso mehr wird sich dieses Innere auch diesen Raum natürlich fordern. Und es geht am schnellsten, umso eher ich persönlich für mich sagen kann und annehmen kann, okay, das steht jetzt einfach an, ich habe das jetzt so und so lange zur Seite geschoben. Das ist jetzt einfach meine Aufgabe, hier diesen Job tatsächlich zu machen, um diesen Teil von mir einfach auch Raum zu geben, weil wenn ich diesen Teil weiterhin vernachlässige, dann kann ich auch nur zur Hälfte leben oder vielleicht sogar noch weniger, weil sich das immer mehr Raum natürlich trotzdem nimmt, ob ich das verdränge oder nicht. Und da ist tatsächlich der Weg, der aktive, bewusstere Weg, der effektivste, der schnellste tatsächlich. Je schneller ich das annehmen kann, umso eher tatsächlich bin ich auch daraus, beziehungsweise kann Lösungen finden, wie ich mit diesen einzelnen Gefühlen umgehe. Und die allerwichtigste Erkenntnis ist einfach zu sehen, okay, das sind alte Erlebniswelten, die sich in der Gegenwart jetzt zeigen und die ich bearbeiten muss, um meine Zukunft neu zu gestalten, um tatsächlich auch aus der alten Erfahrungswelt zu lernen, meine Gegenwart auch mit einzubeziehen, weil das natürlich auch Schlüssel dafür ist, warum ich im Gegenwärtigen ähnliche Probleme, Schwierigkeiten habe, die ich als Kind schon hatte, beziehungsweise die durch die Kindheit geprägt, durch dieses traumatische Erleben geprägt sind und dadurch sich Schwierigkeiten und Spätfolgen durch mein Leben ziehen, die sich auf eine Weise immer und immer so lange wiederholen werden, bis ich diese Mechanismen in mir aufgelöst habe oder bearbeitet habe, sichtbar werden lasse, bewusst habe, um dann neu zu entscheiden. Denn damals hatte ich selbst keine Entscheidung. Ich wurde in diese Verhaltensmuster geprägt und gezwungen. Es wurde mir aufgezwungen, mich so und so zu verhalten, mich entsprechend anzupassen und
so zu sein, wie ich heute bin und wo ich aber jetzt natürlich sehe, dass es falsch ist, dass es nicht mein wirkliches Ich bin, und dass ich einen Haufen Probleme habe. Und so löst sich das Ganze dann auf, berichtigt und korrigiert sich wieder. Und mit diesem Bewusstsein, dass das vergangen ist und dass ich es heute brauche, um meine Gegenwart zu analysieren, beziehungsweise aus diesen alten Erfahrungswelten zu lernen, um eine wirklich bessere Zukunft zu haben, um meine Zukunft gestalten zu können. Und dass ich heute erwachsen bin und nicht mehr das abhängige, mündige Kind, oder unmündige Kind, pardon, derer bin, die mir das angetan haben. Und dass ich heute sehr wohl die Freiheit besitze, indem ich sie mir nehme und mich von anderen aufbauen lasse, mich stützen lasse, und damit auch spüren kann, dass ich frei bin. Dann habe ich einen guten Ausgangspunkt, einen guten Startpunkt, um die Dinge entsprechend in die Veränderung zu bringen, um die entsprechenden Schritte, Konsequenzen zu ziehen und gehen zu können, um mein selbstbestimmtes Leben zu haben, um auch hier auch relativ kurzfristig auch tatsächlich eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Ich hoffe, dass dieses doch sehr, sehr anspruchsvolle und sehr komplexe Thema auf diese Art und Weise doch ein bisschen was Klärendes hatte in der Ausführung hier. Und ich freue mich auf Kommentare, auf Ergänzungen, auf Erfahrungswerte aus der Selbstbetroffenheit, aus der Arbeit mit Betroffenen, je nachdem, von welcher Seite sie kommen oder ihr kommt. Und freue mich natürlich über jeden Kommentar, über jede weitere Info. Jeder ist sehr, sehr individuell. Das ganze Thema ist sehr komplex. Und freue mich auf eure Informationen und auch Fragen. Dafür sind wir natürlich auch gerne an eurer Seite. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!